Guten Morgen, heute haben wir Freitag. Ja, nicht den 13., sondern den 27.11. Damit geht der Dezember, äh, der November so langsam auch zu Ende. Weihnachtszeit ist eingeläutet. USA feiert die ja, Zeit mehr oder weniger, äh, die es um diese Zeit in Amerika zu feiern gibt. Größtes Fest hier, das Thanksgiving. Mal schauen, wie sich dort nächste Woche die Zahlen... Für Covid entwickeln. Das bleibt natürlich sehr, sehr spannend und das ist natürlich auch etwas, das kann unter Umständen Einfluss auf die Märkte haben. Aber Donald Trump hat sich mal wieder zum Mord gemeldet und er hat gesagt, nächste Woche, wenn alles klappt, gibt es die ersten Auslieferungen vom Impfstoff. Na, das hat zwar noch nichts zu bedeuten, dass jetzt gleich losgeimpft werden kann, aber das sind schon mal wieder gute Nachrichten hier an dieser Stelle. Das vorausgeschickt ansonsten heute. Wir sehen es im Hintergrund schon. Euro, britisches Pfund lässt am Support entsprechend die Muskeln spielen. Wir schauen auf den Dax, wir schauen auf den Euro. Ich habe noch auf der Uhr Euro, Australdollar. Wir haben britisches Pfund, äh, britisches Pfund, Schweizer Franken heute mit auf der Uhr und natürlich Zeit für den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle. Das heißt hier. Ähm, ja, würde ich sagen, gehen wir mal rein. Die ersten Fragen, gibt es da auch schon? Christian, du fragst auch, ähm, was heute in Sachen Feiertag in den USA ist. <laughs> Christian, pass auf, da wird nichts passieren. Glaube ich nicht. Es ist einfach so, wenn keiner da ist, der das Geld von rechts nach links schiebt, da wird nicht viel passieren. Wir sehen es am Dax, ja, der ist wie angenagelt. Da passiert momentan überhaupt nichts. Das ist aber völlig normal. Ähm, wichtig ist, was nächste Woche passiert. Ja, ich, heute ist ja der US-Markt übrigens auch kurz offen. Aber da ist nicht wirklich viel. Also 13 Uhr US-Zeit wird der Markt geschlossen. Das muss man hier auf der Uhr haben. Da fehlt einfach das Geld, das die Märkte bewegt. Deswegen hat man in dieser Zeit immer, oder nicht immer, aber in der Regel eine relativ ruhige Zeit. Aber gerade mit Blick auf die Währung beispielsweise ist das halt auch etwas, da sind die Währungen relativ alleingelassen. Also das heißt, es gibt keine dramatischen oder sage ich mal, es gibt keine planbaren Termine, wo man jetzt sehr... Sehr starken Impact erwarten kann und das ist halt das, wo dann die Märkte sich selbst überlassen sind und dann funktioniert halt auch die sogenannte Markttechnik relativ gut. Das kann man immer wieder mal zum Traden mit nutzen. Darauf schauen wir jetzt in diesen Phasen auch. Das heißt, hier gehen wir da entsprechend auch gleich mit rein. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis, ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So, damit hätten wir das. Ja, ich sehe auch, Zoom läuft durch. Danke für die Rückmeldung an dieser Stelle schon mal. Und wir gucken mal auf Termine. Und das ist das, was ich gerade auch gesagt habe. Ähm, da, da ist heute nichts, wo großartig äh, was äh, kommen kann, was man planen kann. Ne? Hier sehen wir es, Erntedankfest in den USA. Sonst war es das. Da gibt es keine drei Sterne oder wie auch immer. Das ist so, nehmen wir hin. Ist aber kein Problem. Ich glaube, es ist auch mal gut, wenn den Tag ein bisschen ruhiger angehen kann. Ansonsten schauen wir mal kurz zurück auf das, was wir diese Woche hatten. Hier der Blick auf wichtige Wochennachrichten. Ich habe das Ganze, die ganzen Notenbanksachen mal rausgenommen, sondern hier wirklich nur Zahlen, Daten, Fakten, weil da ist interessant. Wir sehen einiges an grünen Sachen hier an dieser Stelle. Wir starten mal am Montag. Da gab es doch äh, eine grüne Zahl und zwar der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Das darf aber nicht hinwegtäuschen. Grün heißt, es lag über der Prognose. Ja, 56,5 ist es gewesen. Waren am Ende 57,9. Davor waren es 58,2. Das heißt wir haben hier einen leichten Rückgang. Das ist jetzt hier noch nicht dramatisch, aber Rückgänge sind immer ein bisschen unschön. Beim BIP in Deutschland, da gab es eine schöne Überraschung. Das ist für das dritte Quartal ordentlich angezogen von minus 9,6 auf 8,5. Aber eine Sache dürfen wir hier äh, nicht vergessen. Thema Konsumenten in Deutschland. Da wird momentan gezeigt, dass es da ein bisschen vorsichtiger ist. Viele wissen nicht genau, wie es nächstes Jahr weitergeht, wie es mit den Jobs ausschaut. Ja, da wird mal lieber ein bisschen das Geld zur Seite geschoben. Wir haben ja auch neueste Daten. Die Sparguthaben der Deutschen steigen wieder ordentlich an. Ähm, naja, klar, ich meine, das hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich so ein bisschen das Thema Unsicherheit, zum anderen aber natürlich, Geist, wir können ja nirgendwo hin. Ja, wo soll man das Geld denn ausgeben? Also, solche Zahlen sind immer ein bisschen lustig zu betrachten, ähm, aber es zeigt einfach, dass da sowohl Risiken als auch Chancen drin liegen. Denn. Das Risiko hatte ich ja gerade gesagt an dieser Stelle, wenn das Geld zurückgelegt wird, weil man Angst um seinen Job hat, dann ist das natürlich erst einmal eine Vorsichtsmaßnahme. Gebremster Schaum und wir sehen ja gerade, was im Einzelhandel los ist, wie es, die wie es den Geschäften geht, wie es den ganzen Restaurants geht. Da haben wir schon eine ziemlich große Gefahr, dass dort Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Ja, das muss man einfach sich vor Augen führen. Aber wenn wir Glück haben und alle irgendwie mit einem blauen Auge davon kommen, dann haben wir die Chance, dass dieses viele, viele Geld, was jetzt auf den Sparkonten, ich mache das mit dem vielen, vielen Geld auf den Sparkonten mal in Anführungsstrichen, wenn das dann am Ende wieder in den Wirtschaftskreislauf kommt, dann könnte es nächstes Jahr sozusagen eine, ja, wie nennt man das Ganze am besten? ich weiß es nicht. so nachschwung geben, ja, den man dort haben kann, ähm, wo dann einfach das geld, was jetzt gespart wird, ausgegeben wird für dinge, die zurückgestellt worden sind. ja, all das kann ja entsprechend kommen. das ist die chance, die wir da haben. und das werden wir dann übrigens auch an den märkten sehen, beziehungsweise das sind in teilen auch dinge, die die märkte mittlerweile auch schon spielen. ja, das hat man dort auf dieser seite, wenn man mal sehen, wo der dax aktuell steht. ja, der steht nicht irgendwo 20, 30 prozent unter wasser, der steht knapp unter allzeit hoch. Das darf man da nicht vergessen. Genauso die US-Indizes. Also, das dazu ging weiter am Dienstag. Wie schon gesagt, das BIP haben wir da. IFO Geschäftsklima-Index. Ähm, grün hier, weil über den Erwartungen der Analysten, aber auch hier ein leichter Rückgang. Thema Geschäftsklima: da ist es so, aktuell, die Stimmung ist nicht ganz so schick. Ja? Klar, durch das ganze Corona-Zeugs. Ja? Wir haben aber eine Sache dieses Jahr schon gesehen. Sobald es hier Besserungen gibt, ja, das Thema Teil-Lockdown hat natürlich vielen wieder einen Knüppel in die Beine geworfen. Aber wir sehen es ja, sobald sich Besserung ergibt, ist die, sag ich mal, die Zukunftssicht der deutschen Unternehmer dann doch immer mal wieder ein bisschen optimistischer. Das haben wir in diesem Jahr schon gesehen und meine Meinung, wir werden sowas nächstes Jahr auch sehen, wenn sich das ganze Thema mit Covid-19 bessert. Wir haben ja Licht am Ende vom Tunnel mit den Impfstoffen und das wird nächstes Jahr Stück für Stück losgehen. Nicht auf einen Schlag, das wissen wir ja, aber es wird einfach besser. Thema Hoffnung, ja? und da wird sich auch das ein oder andere positiv bewegen können. Thema Verbrauchervertrauen in den USA. Puh, das war ein Schlag von heftiger Natur. Wir sehen es, der letzte ähm, Betrag oder die letzte Zahl, die wir hier hatten, waren 101,4. Die Analysten haben schon mit dem Rückgang auf 98 gewartet oder erwartet haben den Rückgang. Was war's? 96,1. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut für das Verbrauchervertrauen, ähm, für das Bruttoinlandsprodukt, für die Konsumenten. Ist ja ein sehr, sehr wichtiger, ähm, ein wichtiges Standbein in den USA. Da muss man wirklich ganz genau drauf schauen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Geht. Weil, was sehen wir denn in den USA? Wenn wir heute Nacht die Meldung gehört haben, ähm, dass alleine Disney ähm, 32.000 Mitarbeiter entlässt wegen der Themenparks, ja, das ist jetzt mal ein prominentes Beispiel. Da sieht man mal, was auch in den USA los ist. Und die Fallzahlen in den USA steigen halt auch extrem an. Auch da wird es Besserung geben. Aber hier sieht man auch das, was ich gerade für Deutschland erzählt hatte. Die Konsumenten verhalten sich dort ein bisschen zögerlich, ja. Ganz normal in diesem Sinne und deswegen muss man das Ganze ganz genau betrachten. Wenn das nun ein einmal ausflug, okay, dann ist das in Ordnung, ist das jetzt aber was von dauerhafter Natur, dann muss man sehen, was kommt. Aber wir wissen ja auch für die USA: Trump hat gesagt, wenn Biden jetzt tatsächlich als neuer Präsident bestimmt wird, da haben wir ja Mitte Dezember den Termin dafür, dann geht er auch aus dem Weißen Haus raus, auch wenn er weiterhin sagt, dass er die Wahl nicht verloren hat. Das spielt am Ende keine Rolle. Das kann er ja behaupten. Ähm, aber es wird so sein, der Regierungswechsel wird dann kommen. Und deswegen ist das schon mal eine gute Nachricht. Und dann spielt der Markt auch die Dinge, die Biden bringen, bringen wird. Und das sind halt einfach auch Unterstützung wieder für die Wirtschaft. Ähm, ich gehe davon aus, es wird auch Unterstützung für den Arbeitsmarkt geben. All diese Dinge werden dann unter Biden kommen. Das hat er ja auch schon angekündigt. Und das wird dann ein ganz anderes Fahrwasser an dieser Stelle werden. Mittwoch gab es aus den USA eine gute Nachricht zum Thema Auftrags. Eingang für langlebige Güter. Auch hier zwar ein Rückgang von 1,5 auf 1,3 Prozent, aber die Analysten hatten hier nur mit einer Zahl von 0,5 Prozent gerechnet und das ist halt der Punkt. Ähm, Auftragseingang für langlebige Güter, das wissen wir ja schon. Man gibt solche Dinge nur in Auftrag, wenn man weiß, es wird zukünftig besser werden. Ja, und deswegen es ist ein niedriges Niveau an dieser Stelle, aber es ist zumindest mal kein gravierender Rückgang an diesem Punkt. Ne? Thema BIP. In den USA, da ist gerade Stillstand, hier die Zahl ist rot, ja, weil die Analysten mit 33,2 gerechnet haben. Im letzten ähm, Bericht waren es 33,1, jetzt sind es immer noch 33,1. Also da tritt es auf der Stelle ganz klar, was anderes ist da auch nicht zu erwarten gewesen. Thema Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ja, die sind gestiegen zur Vorwoche auf 778.000 von 748.000, da sieht man mal die angespannte Lage am Arbeitsmarkt. Ich bin gespannt, was im Bispuk drin steht, das bekommen wir ja auch bald wieder, da sehen wir mal, wie entsprechend der Gesamt oder der große Blick auf die USA ist im Arbeitsmarkt, das bleibt sehr sehr spannend. Das ist auch etwas, was die Fed dann sage ich mal wichtigerweise mit betrachten wird. Das kriegen wir aber in einiger Zeit sehr sehr interessant ist die hohe Stabilität. Beim Thema Verkäufe neuer Häuser, das ist wirklich sehr, sehr wichtig für die USA. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Und da sehen wir, der ist extrem robust auch durch die Krise gekommen. Und das ist halt sehr, sehr, sehr wichtig, auch auf Grundlage der Tatsache geschuldet, dass die Zinsen so niedrig sind. Da haben wir ja auch im letzten Wiesburg genannt bekommen, dass die Banken dort vermehrt Nachfrage sehen. Einfach. Aufgrund der niedrigen Zinsen hier an dieser Stelle. Und dann haben wir noch ja, Nachrichten von den Rohöllagerbeständen bekommen. Ähm, hier der Rückgang von 0,75 Millionen Barrel. Ähm, der ist jetzt da, na? das ist aber kein Paugenschlag an dieser Stelle und der ist auch nicht für den starken Anstieg im Ölpreis ähm, zu sehen. Der Ölpreis ist ja ziemlich stark nach oben gehabt. Wir haben ja gestern hier äh, in der Sendung die Rallye auch besprochen. Ich habe das gestern übertitelt mit dem Thema der Hoffnungsrally. Das ist jetzt wirklich so die Sache Hoffnung auf das, dass einiges besser wird in der Zukunft. Und das spielt der Markt hier definitiv momentan. Wie lange das anhält, wird man sehen. Aber wir haben auf alle Fälle ein paar Ziele auf der Oberseite. Wer das verpasst hat, bitte einfach auf den youtube-kanal von Tickmill gehen und sich das video nochmal anschauen oder aber einfach in den blogbereich das kann ich mal ganz kurz zeigen äh, wo der blog hier zu finden ist entsprechend einfach mal auf die website von Tickmill gehen und dann entsprechend auf das thema blog hier oben drauf expertenblog da hat man das dann und dort findet man dann entsprechend auch alle ähm, titel hier an dieser seite und gestern hier der bericht ja US-Dollar WTI hat Potenzial bis 50 Dollar. Da haben wir die Chartanalysen schön mit drinnen. Und da steht dann natürlich auch das Video, was man sich dann gerne auch mit anschauen kann. Also hier einfach mal in den Blog auf Tickmill gehen und dann hat man das Ganze da. Ich mache das Ganze mal kurz hier für die Chats auch mit rein. Ja, wer das sich nochmal anschauen möchte, an dieser Stelle hier, da ist es da. Hier, ich gehe es gleich mal rein. So, da haben wir es. Also wer nochmal reinschauen will, gerne. An dieser Stelle. Gut, hätten wir das Thema besprochen, ja, und ich würde sagen, wir bleiben noch ganz, ganz kurz bei den Nachrichten, nämlich die Nachrichten für die kommende Woche. Auch das ist ja wichtig. Was erwartet uns denn in der nächsten Woche? Letzte Woche hatte ich hier leider einen Fehler drin. Ne? Da waren falsche Zahlen, das bitte ich zu entschuldigen. Das habe ich erst im Nachgang gemerkt, dass ich dort das Falsche vorgelesen hatte. Dieses Mal sind die Zahlen richtig. Ähm, hier auch für die kommende Woche, Montag, 30. November, gibt es aus China den Einkaufsmanagerindex fürs verarbeitende Gewerbe. Na, da rechnet man mit leichter Steigerung. In Kanada kriegt man das BIP. In den USA die schwebenden Hausverkäufe. Dienstag geht es mit Einkaufsmanager-Indizes weiter. Also, Sie merken schon, nächste Woche sind sehr, sehr viele Einkaufsmanagerzahlen dran. Da gibt es aus China wieder mal den Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe. Diesmal allerdings von der HSBC. Wir kriegen den deutschen Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Es gibt die Arbeitslosigkeit nächste Woche, Dienstag. Die Briten machen den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Aus Kanada kriegen wir das BIP. Aus Europa das verbraucher dem verbraucherpreisindex gut da werden wir nicht viel erwarten können da wird sich nicht viel passieren und aus den usa den ISM einkaufsmanagerindex ebenfalls erst einmal für das verarbeitende gewerbe und dann geht es weiter am mittwoch ja da kriegen wir ähm, aus china wieder einkaufsmanagerindex fürs verarbeitende gewerbe aus den usa den ATP beschäftigt oder die ATP Beschäftigungsänderung, die wöchentlichen Meldungen. Hier sieht man auch die Prognose, ne? Das muss man sich wirklich mal anschauen. Ähm, hier an dieser Stelle für den November, die ist schon deutlich gestiegen. Mal schauen, wie es wird. Wir kriegen die Rohöllagerbestände am Donnerstag dann aus Großbritannien Einkaufsmanager Indizes hier. Gesamtindex und für die Dienstleistungen aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir kriegen den ISM-Einkaufsmanager-Index und am Freitag dann hier die Briten ziehen nach den Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe. Nächste Woche Freitag dann die Non-Farm-Payrolls, die Arbeitslosenquote in den USA und aus Kanada bekommen wir auch Arbeitslosenzahlen. Das sind also mal die Nachrichten für die kommende Woche. Also da ist einiges da, was durchaus für Bewegung an den Märkten sorgen kann. Na, das wissen wir und die ungeplanten Nachrichten kommen auch immer noch dazu. Also, das die Vorausschau für die nächste Woche und dann würde ich sagen, wird es jetzt mal Zeit. Dass wir uns mit den Charts beschäftigen. Da ist es, ähm, da ist schon mal der DAX an dieser Stelle festgenagelt da. Nur wir starten jetzt an dieser Stelle mal nicht mit dem DAX, sondern wir starten an dieser Stelle mal mit den Währungspaaren. Ähm, und da würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem, was ich heute im Blog geschrieben habe. Äh, das heißt, Blog, Tickmills, tägliche Trading-Ideen, wo ich immer einen Titel dort rauswähle, der sehr, sehr interessant ist. Der Top-Peak sozusagen, wo sich durchaus was ergeben kann. Und der Wert haben wir hier heute an dieser Stelle. Das Währungspaar Euro britischer Pfund. Hier haben wir ihn im Wochenchart. Ich nehme mal kurz die Werte raus, die wir gerade nicht brauchen. Und im Wochenchart sehen wir hier eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ich habe das an dieser Stelle in diesem Chart schon mal markiert hier das letzte, worauf es mir drauf ankommt. Ja, ist einfach diese Bewegung, die wir hier haben. Also die ganze Situation momentan ist immer noch geprägt von dem Thema Brexit Verhandlungen. Die werden hier weiterhin auch häufig ausschlaggebend sein für starke Kursbewegungen. Aber was ich jetzt hier an dieser Stelle sehr, sehr interessant finde, ist die Tatsache der aktuellen Verortung, nämlich hier dieser Unterstützungsbereich um die 0,88,65. Wir sehen es hier raufgesetzt, von oben nach unten, sonst wäre es ja keine Unterstützung, ne? Raufgesetzt, angestiegen. Hier, Raufgesetzt, deutlich angestiegen und da kam es dann halt zur Bildung hier dieser höheren Hochs und höheren Tiefs. So und was ist jetzt passiert hier in letzter Zeit? Das ist der Wochenchart in den letzten drei Handelswochen gab es zweimal die Situation, dass wir auf diesem Support aufgesetzt sind und nach oben gedreht haben. Und das ist jetzt das Interessante, was ich wirklich charmant finde, ist hier haben wir wieder mal eine Wochenkerze, die nach oben gelaufen ist, ja. Und wenn wir es jetzt schaffen diesen, sage ich mal, diese Aufwärtsdynamik nach oben mitzunehmen, hätten wir durchaus die Chancen, weiter nach oben zu laufen. Wenn man das mal in dem ganz, ganz großen Kontext hier sieht an dieser Stelle, die nächsten Auffangbereiche oder sage ich mal die nächsten größeren auf an der Anlaufbereiche hier mit Blick auf die Woche, ja, wenn hier wirklich tatsächlich hier der Markt weiter die Muskeln spielen lässt, dann heißt das, hier haben wir einen Drehlevel bei um die 0,91,50 und dann hier oben das Zwischenhoch bei 0,92,91. Das war da der kleine Peak hier oben rein, der kleine, ähm, ja, äh, das kleine Top dort oben. Das ist das, was wir auf Wochenbasis zur Oberseite sein. Das ist das Erste, warum mir die Situation hier so gefällt. Das Zweite, also die Potenziale machen es ja immer aus, was in einem Markt stecken kann. Das Zweite ähm, ist die Tatsache, mal die Frage zu stellen, was... Würde denn passieren, wenn wir hier unten drunter durchfallen? Und das ist echt interessant, mit Blick auf die Woche jetzt erstmal zu sehen. Wir gehen gleich in die, äh, auf alle Fälle mal in den Tag mit rein. Ähm, weil, wenn wir tatsächlich dieses Level abverkaufen, die 8865, die 08865, hier ist nichts, ja. Also, hier an dieser Stelle ist einfach luftleerer Raum. Da kann der Markt einfach nach unten droppen, weil hier der Sprung so weit nach oben gewesen ist. Da sehen wir auf Wochenbasis nichts, was großartig auffällt. Und das ja, das ist halt das Potenzial zur Unterseite. Und das ist das, was sich hier dreht. Und diese Entwicklung, wie und wo es hingehen wird, da wiederum, das ist, das ist auch der Punkt, den ich in meinen Schulungen immer wieder versuche rüberzubringen, schaut einfach mal genau hin, was der Markt macht. Man kann das wirklich sehr, sehr schön zum Planen an dieser Stelle benutzen. Deshalb gehen wir jetzt mal hier in den Tageschart mit rein. Und ich lege hier mal kurz noch die wichtigen Marker mit rein. Hier in den Tageschart, denn wir sehen sehr, sehr schön hier im Tageschart, das ist diese, sag ich mal, trendförmige Korrektur. Also das ist dieser Abwärtstrend hier, dieser Trendkanal, auch den wir gerade uns in der Woche betrachtet haben. Und da sehen wir ganz, ganz klar logischerweise hier ist ein Abwärtstrend vorhanden. Wir sehen das. Wir haben fallende Hochkurse, wir haben hier unten fallende Tiefkurse. Ein ganz, ganz klassisches Zeichen für einen Abwärtstrend. Und jetzt Jetzt stellt sich halt die Frage, wo geht hier die Reise hin? Denn wir sehen es, oben haben wir einige potenzielle Anlaufpunkte. Auf der Tagesbasis kann man das noch ein bisschen feiner justieren als auf der Woche. Und wir haben halt auch das Potenzial zur Unterseite. Ich gehe mal ganz kurz, bevor ich die, die Situation im ganz nahen Beleuchte, auf das Szenario ein. Wir fallen hier unten drunter. Also wir nehmen dieses Unterstützungslevel hier um die 08865 raus. Da haben wir ja gerade gesehen, auf Wochenbasis, da ist nicht wirklich was, was auffällt. Da haben wir also keine trendigen Zwischentiefs hier aus dieser Bewegung raus. Da ist einfach nichts. Aber ein kleiner Anlaufpunkt ist da. Und zwar ist, das genau dieser Drehbereich hier drüben, wo der Mark von unten rangelaufen ist, nochmal korrigiert hat. Da hat dieses Support-Level hier unten um die 08690. Gut gehalten und dann ist der Markt nach oben durchgestartet. Da hat sich halt diese gesamte Aufwärtsdynamik hier äh, gebildet sozusagen. Und das ist das Interessante. Da wäre der erste größere Anlaufpunkt. Die Marke rund in etwa die 088. Das haben wir hier. Wenn es fällt. Steigt es nach oben an, ist dann natürlich interessant. Warum habe ich jetzt hier so eine blaue Linie eingezeichnet? Das ist das Wochenhoch und das ist auch der Punkt, wenn wir uns das mal kurz noch ein bisschen näher anschauen wollen, hier an dieser Stelle, hier mal mit Blick auf diesen laufenden Abwärtstrend. Ich skizziere das Ganze mal wie immer mit dem Zeichentool. Das ist jetzt das Wichtige, denn dieser Abwärtstrend, der ist tatsächlich auch, der ist, der ist valider. Ne? Also hier mal schön. Dieser, dieser trendige Verlauf nach unten hier zu sehen nach unten schön reingelaufen von oben nach unten ähm, rein wir sind hier weiterhin verortet im Abwärtstrend ne? aber hier an dieser Stelle hier unten gab es erstmals kein tieferes Tief sondern erstmals gab es leicht ja ein höheres Tief in diesem Supportbereich das ist sage ich mal so ein bisschen ähm, das was ich hier ergeben kann mit Blick auf diesen Abwärtstrend äh, ergeben sich jetzt halt diese zwei Dinge die ich gerade gesagt hatte. Erstens, es kann zur Trendfortsetzung kommen, zweitens, wir können einen Ausbruch nach oben bekommen. Und da ist jetzt zu sehen, schaut mal das hier. Das ist jetzt natürlich erst einmal mit Kontext auf diesem Bereich eine korrektive Gegenbewegung zu diesem Rutsch nach unten. Aber wir haben hier durchaus auch die Chance nach oben raufzulaufen, nämlich hier dieses Zwischenhoch bei 0,89,38 rauszunehmen an dieser Stelle und dann hier durchaus nach oben rauf zu laufen. Das ist das, was jetzt hier an dieser Stelle durchaus interessant ist. Ich mache mal kurz hier die Zeichnung wieder raus. Das heißt, hier der Lauf nach oben. Für die kurzfristigen Trader ist das wirklich sehr, sehr interessant. Hier haben wir auf der Oberseite als nächstes dann mal einen wichtigen Anlaufbereich. Hier dieser Drehpunkt, dieser Drehbereich hier in diesem, in diesem Thema, das kommt aus der untergeordneten Zeiteinheit. Schauen wir uns auch gleich an. Und wenn wir diese beiden Level hier rausnehmen, also die 0,8938 bzw. die 0,8950, dann haben wir gute Chancen, nach oben zu laufen. Erster Anlaufpunkt hier oben, das zwischenhoch außen Abwärtstrend, die Marke von 0,9004. Äh, das ist dieser Bereich. Und dann können wir uns schön auf die Zwischenhochs stellen. Hier nächste dann bei 0,9070, bevor wir dann schön hier oben reinlaufen. Und das Ganze nochmal kurz angeblickt im 4-Stunden-Chart. Da sehen wir nämlich, was ich meine. Die Umkehr entwickelt sich hier gerade so ein bisschen und das ist das Interessante und hier sehen wir halt auch den Schwungbereich hier oben, die, wo die 0895 herkommt. Das ist genau dieser Drehbereich, den wir hier an dieser Stelle haben und das ist jetzt halt das, was interessant ist, denn schaut euch das mal an hier, da oben, da müssen wir drüber, hier oben ist dieser Drehbereich und wenn der rausgenommen wird, haben wir schon mal eine wichtige Waage weggenommen und was haben wir noch? Wenn wir da drüber laufen, hier ist die erste initiale Aufwärtsbewegung mit da und diese initiale Aufwärtsbewegung wurde jetzt korrigiert. Das heißt hier Bewegung, Korrektur, schafft es der Markt tatsächlich drüber, haben wir hier im kleinsten einen Aufwärtstrend und wir reden ja jetzt hier erstmal nur von einer Gegenbewegung und der Aufwärtstrend ist sozusagen dann die regressive Phase und da sehen wir dann halt die Anlaufpunkte auf der Oberseite, das was wir gerade besprochen haben, also von hier aus, wie schon gesagt, das Level ist erstmal noch wichtig zu überwinden und dann haben wir schön die Anlaufpunkte auf der Oberseite mit drauf, das ist gut planbar, das sind die Spuren im Chart und da können wir sagen, wer nach uns kommt und das ist ein durchaus plausibles Szenario. Wir Brauchen aber erstmal noch die Bestätigung vom Markt, dass er wirklich hoch will. Ansonsten steigt die Gefahr, den, sage ich mal, Unterstützungsbereich hier unten rauszunehmen um die 08865. Und dann können wir uns schön auf der Unterseite orientieren. Also wir haben hier Chancen auf beiden Seiten. Wir müssen nur abwarten, was der Markt entsprechend spielt. So, damit gehen wir weiter zum Währungspaar Euro-Australdollar. Also wir merken auch heute wieder das Thema US-Dollar lasse ich so ein bisschen außen vor, einfach aufgrund des Feiertages. An dieser Stelle, wir blicken nachher allerdings noch mal kurz auf das große Bild vom Euro-US-Dollar, weil das ist relativ interessant. Zunächst aber erstmal hier Euro-Austral-Dollar auf der Uhr. Warum habe ich das Währungspaar Euro-Austral-Dollar ähm, heute, jetzt und hier wieder mit reingenommen? Es ist die Verortung, ja, und wenn ich von Verortung spreche, Gehe ich mal ganz kurz auf den Tagesschat. Ähm, es hat sich am Oha. Jetzt sehen wir hier im tageschat wieder nichts. Wartet mal. Ich räume mal kurz ein bisschen auf. An dem gesamten Bild ähm, mit diesem riesengroßen Seitwärtskanal, äh, den wir hier oben haben, hat sich überhaupt nichts geändert. Ja? Es ist weiterhin so, diese megamäßige Range ist weiterhin vorhanden. Ich hoffe, man kann das hier gut erkennen. Ich muss den Chart an dieser Stelle mal kurz so klein lassen, damit wir die Range gut sehen können. Das heißt, hier haben wir weiterhin den Schwungbereich da äh, und wir sind hier unten verortet an der Unterseite dieser Range. Das heißt, es geht das Getingel von oben nach unten, von unten nach oben weiter, auch wenn wir hier mal einen kurzen Ausbruch zur Oberseite hatten. Und das ist jetzt nämlich interessant, denn wenn wir uns mal anschauen, was wir hier jetzt wieder haben an dieser Stelle, jetzt kann ich das Bild mal ein bisschen größer machen. Wir haben hier schön den laufenden Abwärtstrend nach unten rein. Wir haben hier wieder die Schwäche unten dran. Und das ist jetzt das Interessante an diesem Punkt, wo man sagen muss: Okay, was ist denn jetzt im gesamten Bereich der Range unten immer passiert? Wir sind immer wieder von unten Richtung Median auf die Oberseite gelaufen. Das ist die Chance, die wir jetzt hier wieder haben. Ja, heißt also, sobald wir hier oben drüber laufen, über dieses Zwischenhoch von gestern, also das Tageshoch von gestern, das haben wir grob liegen bei 1,62,12. Ähm, hier oben drüber, dann haben wir eine Tendenz nach oben, eine Tendenz, eine Tendenz nach oben, ja, und das gibt uns dann die Chance, zunächst erstmal mittestens hier oben reinzulaufen, äh, aus charttechnischer Sicht, in diesen Drehbereich, um die 1,63,2, hier oben, das, also 20, das ist interessant, das ist ein Abprall hier Richtung Median, und dann durchaus die Chance, weiter nach oben zu laufen, also das ist wieder mal, die Verortung da unten für die kurzfristigen Trader durchaus interessant. Das schaut man sich dann bitte aber auch gleich in den kleinen Zeiteinheiten an, äh, weil man braucht da unten für einen kurzfristigen Trade nicht im Tageschart rumzuspringen. Das habe ich jetzt nur gewählt, ähm, damit wir an dieser Stelle mal so ein bisschen ähm, den, äh, sag ich mal, den, 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 den Bodenbildungsprozess auch sehen können. Ja, und hier haben wir es jetzt halt. Ne? Wir sehen, die 15 Minuten sind momentan natürlich noch abwärts gerichtet, ähm, aber wir haben es halt hier an dieser Stelle da. Schaut mal hier. Hier, das ist der entsprechende Abwärtstrend, den wir hier dann da haben. Ja. Aber hier sehen wir es. Wir müssen hier über diesen Bereich drüber, den haben wir im Tag schon drinnen. Hier unten haben wir jetzt sowas wie einen Doppelboden. Ja. Das heißt, das erste Indiz, also hier einmal, hier sind wir kurz dran gelaufen und hier wieder. Ähm, das wäre mal das erste Indiz, was wir hier haben. Wir müssen hier oben drüber über diesen Schwungbereich, damit wir hier eine ordentliche Ausdehnung zur Oberseite bekommen können. Also, dieses Level hier um die 1,62, 12, 13 ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir da drüber kommen. Und da wird es jetzt halt zu sehen sein, was passiert. Wir brauchen bildlich, sieht das Ganze dann so aus, was hier passieren wird. Ne? Das ist das, worauf wir warten müssen. Also, jetzt nicht auf das hier, sondern wenigstens mal hier dass wir hier eine Gegenbewegung sehen, beziehungsweise, dass wir hier über diese wichtigen Level drüber laufen. Das wäre dann schön die Abprallbewegung und in der Regel sieht das dann halt so aus, auf diese Art und Weise. Wir sind jetzt hier nicht im Stunden- oder 4 stunden chart sondern im 15-Minuten-Chart und da sieht man schon mal immer schön die Schwünge, die wir hier hatten. Und das, das ist jetzt die interessante Verortung hier im Euro-Austral-Dollar, dass wir schön die Oberseite, besprechen können, wenn es hochgeht. Wir haben planbare Anlaufpunkte auf der Oberseite, auch mit Blick in den 15-Minuten-Chart. Schaut mal hier, das Level habe ich schon mal mit reingebracht. Hier oben, ne, grün wollen wir es nicht haben. Oh, sorry. Das wollen wir nicht. Ähm, hier an dieser Stelle natürlich die oberen Anlaufpunkte, die sind wichtig, weil die brauchen wir zum Planen. Also hier das kleine Spike hoch um die 1,62,45. Dann haben wir hier das Level um die 1,62, äh, was haben wir, 65. Und das, das Level, was hier oben ist an dieser Stelle, das ist auch hochinteressant. Denn hier schaut mal, das war der Umschwungbereich hier drüben und das ist ein Verkaufsbereich und der ist schon wichtig und wenn der auch noch rausgenommen wird, dann ist der Weg nach oben hin dann erst einmal da, dann stehen wir wieder auf der Oberseite der Range. Also das sind durchaus Level, die können wir planbar mit einbeziehen, wenn es nach oben geht, setzt sich dieser Abwärtstrend nach unten natürlich fort, dann muss ich jetzt wieder zurück switchen in den Tageschart, weil da sehen wir die tieferen Level und da sehen wir halt als Anlaufpunkt mal hier unten diesen Auffangbereich um die Marke knapp was haben wir da unten stehen? 1,6080. Das wäre mal das nächst tiefere Level. Das ist der Blick in Euro, Austral oder so. Dann schauen wir mal noch auf das Währungspaar. Britischer Fund, Schweizer Franken. Da ist er. Das brauchen wir auch zunächst erstmal auf Tagesbasis. Ja, ähm, und schaut hier oben die Verortung wieder mal sehr, sehr Interessant. Was ist hier an dieser Stelle passiert? Ich zoome es mal kurz ein bisschen näher ran. Auf der Tagesbasis ähm, sind wir hier schön nach oben getrendet, aber es gibt halt hier an dieser Stelle tatsächlich jetzt das april was wir hier an dieser Stelle haben, hat für ein höheres, äh, für ein tieferes Hoch gesorgt. Hier ist schon mal das Ganze in der Bewegung. Jetzt geht es runter. Warum habe ich die FX-Paarung ausgerechnet jetzt hier auch noch einmal mit reingenommen in die Sendung? Folgendes. Interessant ist, was jetzt passiert. Ne? Solange, wie wir nicht unter das Tief der Vortageskerze fallen, ist hier erst einmal alles noch im grünen Bereich. Ne? Also wenn wir von hier aus jetzt ansteigen, wäre das ein normales Verhalten. Das ist sogar dann bullisch zu sehen, dass der Markt sich hier nach oben reinkämpft, unter dieser wichtigen Marke nochmal kontrahiert. Also da sieht es dann ein bisschen anders aus wie hier in der Vergangenheit, als wir einfach dran gelaufen und abgeprallt sind. Das wäre dann sozusagen ähm, eine. Umkehr der Situation hier, das andere Verhalten. Wenn wir allerdings das gleiche Verhalten bekommen wie hier drüben, sieht eher die Seite nach unten aus. Auf der Long-Seite haben wir natürlich auch Potenziale. Der nächste größere Anlaufbereich, den wir hier haben, das ist also im größeren Rahmen sozusagen, das wäre mal hier oben dieser Verkaufsbereich, die Marke um die 1,25, 20 bis 25. Und dann haben wir noch ein schönes Zwischenhoch hier drüben liegen. Hier drüben kann man das sehen, jetzt kann man es sehen, hier an dieser Stelle hier drüben. Die Marke von 1,2340. Das sind interessante Anlaufpunkte auf der Oberseite und die kann man sich durchaus hinlegen, wenn wir hier tatsächlich kontrahieren und der Markt anfängt hier die Marke von 1,22 zu kaufen. Aber, und jetzt kommt das Aber an dieser Stelle, die Unterseite ist natürlich da und die Unterseite müssen wir beachten, denn. Wir haben ein paar schöne, schöne Anlaufpunkte hier. Ähm, und das heißt also hier, ich bereite das mal ganz kurz oben auf. Ähm, hier an dieser Stelle im Kurzfristbereich gehe ich jetzt mal in den 4-Stunden-Chart rein. Mal schauen, was wir hier sehen. Schaut mal, da haben wir jetzt hier den Auflauf von unten nach oben. Ganz klar. Ne? Hier wurde der Markt schon mal sehr, sehr müde. Wir hatten eine extrem langlaufende, ausgedehnte Korrektur. Dann gab es den Knall nach oben. Dann die Korrektur hier oben abprallt vom Widerstandslevel. Schön der Markt nach oben, erstes tieferes Hoch gemacht, wieder der Abprall. Und das ist jetzt so ein bisschen das, was sich an dieser Stelle ergibt. Das sieht mir echt eher nach Schwäche als nach Stärke aus. Wie ich schon gesagt, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Aber sollten wir tatsächlich hier unter das Zwischentief fallen, was haben wir dann? Dann haben wir ganz klar einen Abwärtstrend und wir können uns an tieferen Leveln orientieren. Und das ist im Kurzfristbereich erstmal hier unten dann als nächstes die Marke von knapp 1 1 1 1 1 20 was haben wir hier 120 39 bzw. dann hier das Zwischentief bei 1 19 68 und dann haben wir schon den Umschwungbereich hier an dieser Stelle also dieses Level Moment dieses Level hier das ist der Schwungbereich, als wir hier nochmal dynamisch nach oben raufgelaufen sind. Ganz grob, wie schon gesagt, die Marke hier von 1,1956. Das ist das, was wir auf der Unterseite sehen und was dazu passieren sollte oder möglicherweise auch wird. Ich meine, ich habe ja auch keine Glaskugel hier, aber wir können aus jetziger Sicht schon mal mit ganz großer Sicherheit sagen, ähm, wenn wir diese Bewegung hier nach oben jetzt korrigieren, ja. Heißt das, wir sind jetzt hier nach unten gelaufen? Wir haben hier diesen kleinen Aufwärtstrend rausgenommen, also das, was sich hier so ein bisschen mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs nach oben geschwungen hat. Ja, das ist jetzt rausgenommen. Wir sind hier unter diesem Bereich drunter gelaufen ähm, und wir haben jetzt an dieser Stelle natürlich die Chance, Chance für die Unterseite. Also man muss das immer sich selbst betrachten, welche Richtung man betrachten oder betreten möchte. Hier die Korrektur zu sehen und dann nach unten umzudrehen. Das heißt, wir können jetzt mit Sicherheit schon mal sagen, wenn wir hier unten drunter laufen, haben wir im 4-Stunden-Chart einen validen Abwärtstrend, der dann die Chance hat, die unteren Level anzulaufen. So können wir die Sache planen, so können wir das Ganze angehen. Das heißt, wir haben hier Chancen auf der Oberseite. Das heißt, wird das nicht passieren, dann wirklich zu schauen, was macht der Markt hier oben, fallen wir allerdings drunter, haben wir im 4-Stunden-Chart einen richtungsführenden Abwärtstrend. Und die Anlaufpunkte haben wir besprochen. Die sind da. Das ist der Blick hier in das Währungspaar britischer Pfund Schweizer Franken. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz auf die Wunschmärkte noch ein. Ich habe ja vorhin gesehen, ähm, dass einiges schon da ist. Großbritannien, also das Cable, wird gefragt. Äh, Nummer 1, das haben wir da. Und äh, US-Dollar, chinesischer Huan. <laughs> Das ist ja der absolute Hammer. Da fragt mal jemand nach, dann ist es ist das erste Mal, dass hier jemand nach dieser Währung fragt. Die habe ich persönlich auch getradet schon. Ähm, äh, das war <laughs> echt klasse, es ist unglaublich, ich freue mich so, Leute, ihr macht mir da, ihr tut mir damit so einen großen Gefallen, dass ihr solche Sachen auch mit auf die Uhr nehmt, weil das passiert sonst wirklich nie und ich bin manchmal ein bisschen schüchtern, wenn ich sowas sehe, ähm, das hier zu zeigen, weil das will eigentlich keiner sehen, wenn ich sowas in die Headline nehmen würde, ja, wenn ich in die Headline reinschreiben würde, ähm, US-Dollar chinesischer Yuan äh, steht vor, weiß ich nicht, explosiver Bewegung, das würde sich kein Mensch anschauen. Niemand guckt da drauf. Jetzt kriegen wir hier eine Frage. Ich freue mich echt richtig doll drüber. Also, klasse. Wir nehmen das mal mit rein. Wir schauen uns das Ganze mal mit an. Also, zunächst erstmal ähm, gucken wir mal kurz aufs Cable. Ähm, dann habe ich Euro-US-Dollar noch da. Da gucken wir dann drauf und Austral-Dollar, Schweizer-Franken dann sehen wir zu, dass wir das heute auch gleich direkt noch mit schaffen, also ähm, lasst uns da mal reinschauen hier, Rocky zucki geht das los und den DAX wollen wir uns ja auch noch anschauen, also großes Programm heute noch, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, äh, also hier fertig werden damit und dann geht das los hier, erstes Währungspaar Britisches Fund. Bitte habt beim britischen Fund mit im Kopf. Die Amis haben Feiertag. Ja, da fehlt eine Menge Geld am Markt. Ähm, was man hier hat, das heißt, die Bewegungen, die hier heute kommen könnten, die könnten nachhaltiger oder nicht nachhaltig sein. Eher nicht nachhaltig, wenn die Amis am Montag alles negieren, dann kann das ganz anders ausschauen. Denn wir sind hier in einer weit gelaufenen Bewegung. Aber was ich hier an dieser Stelle richtig, richtig cool finde, das ist die Korrektur. Ihr wisst ja selber, ich liebe Korrekturen, weil die zeigen uns. Das Marktverhalten oder das Verhalten der Marktteilnehmer an. Und das, was ich jetzt hier sehe an dieser Stelle, ist ein wirklich schönes Verhalten. Das spricht für eine mögliche bullische Ausbruchssituation. Wo kommt das her? Das sehen wir schon im Tageschart. Hier an dieser Stelle. Wir haben hier ein ansteigendes Dreieck. Hier. Unterseite, oben die Oberseite, knapp gedeckelt bei der Marke um die ähm, 134, ja. Das ist wirklich hochinteressant und ich sage euch an dieser Stelle jetzt eins schon mal, wenn das hier so weitergeht, ich habe das Paar natürlich auf der Uhr. Ich wollte diese Währung eigentlich heute schon als Main Act reinnehmen, aber weil in den USA Feiertag ist, habe ich es nicht gemacht, ja? Vielleicht gehe ich dann am Montag drauf ein. Ähm, mal sehen, wie der Tag heute sich entwickelt. Es bleibt aber spannend, weil wir haben auf der Oberseite, ich muss jetzt mal ganz kurz in die Woche schauen. Ey, wir haben auf der Oberseite richtig geniales Potenzial. Denn wenn das Widerstandslevel hier oben, das Zwischenhoch um die 1,3480 rausgenommen wird, dann ist der Weg nach oben halt offen. Und das ist, der, das ist wirklich das schöne Potenzial an dieser Stelle. Denn, schaut mal hier, wartet, Moment. Ich muss das Zeichentool hier rüberholen. So. Hier. Wenn wir hier drüber fliegen und dieses Level rausnehmen, nächster Anlaufpunkt. Hier. Schaut's es mal an. Da ist so viel Luft. Hier oben schön das Doppeltop. Hier den Verkaufsbereich. Na? Das ist genial. Das ist das, worauf ich auch warte, dass der Markt sich entscheidet und das sehen wir. Das kann hier passieren, deswegen wir gehen jetzt mal ganz kurz in den 4 Stunden Chart rein. Da sehen wir nämlich diese Konsolidierung hier auf sehr sehr hohem Niveau und der Ausbruch oben drüber, der wäre jetzt wirklich prädestiniert dafür, dass es den Markt nach oben schiebt, ja? Und das ist das, was wir hier sehen, möglicherweise kommt der Ausbruch zur Oberseite hoch. Also ich sehe diesen Markt Gut gewappnet für die Oberseite. Wichtig wäre halt, ich habe es ja gezeigt, wir haben hier an dieser Stelle das Dreieck auch mit da. Ja, das habe ich jetzt nicht wirklich schick getroffen hier an dieser Stelle, ähm, aber es ist halt da. Sollten wir unten drunter durchfallen, hier die Marke von 1,33,14, äh die sollte halten. Wenn nicht, müssen wir uns tiefer orientieren, hier ins Tief, hier unten um die 1,32 beispielsweise rein. Das würde das Bild dann ein bisschen verändern, weil da würde nochmal eine neue Kontraktion dazu kommen. Das heißt, da wäre dieses Dreieck hier nicht mehr da. Aber es sieht aktuell wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr bullisch aus. Und die Sache hier oben, dass wir hier drunter verharren, das könnte wirklich verheißen, dass wir nächste Woche einen schönen Ausbruch erleben. Interessant und sehr, sehr spannend. Also wir sind hier oben wieder mal an einer sehr, sehr schönen Stelle verortet, die uns das Potenzial nach oben freisetzen kann. Genauso wie die Abprallbewegung nach unten. Da sehen wir auch schöne Anlaufmarke hier an dieser Stelle. Wie schon gesagt, jetzt an aktuellem, also an diesem Punkt kann ich noch nicht genauer werden, weil der Markt halt nicht wirklich viel Bewegung bringt. Aber wenn wir hier heute einen schönen Handelstag haben, Nehme ich mal an, dass ich hier im Research am Sonntag nochmal genauer drauf eingehen werde, die Situation nochmal umschreibe ähm, und auch die entsprechenden Anlaufmarker definitiv rausklassifizieren werde. Also, das hier der Blick in das britische Fund. You. Sehr schön. Also, das dazu. So, dann muss ich hier mal einen neuen Chart aufmachen, ähm, weil das Währungspaar hatte ich tatsächlich noch nie. <laughs> ich bin immer noch voll happy. Also. Steuerung M, da haben wir es. Und dann, jetzt müssen wir hier mal weit nach unten scrollen. Hier ist er, US-Dollar, chinesischer Juan. Hammer da. Können wir machen. Gibt's bei Tickmill. Ja? Super klasse Sache. Schön zu sehen. Hier, was wir haben, am, ähm, tja, 15 Minuten Chart. Sieht schon mal schön aus. Ne? Hier auch schönes steigendes Dreieck. Wenn wir hier drüber fliegen, könnte sich durchaus das Potenzial nach oben ergeben. Aber... Pff, an dieser Stelle, wir gucken in den Tag. Der ist nachhaltiger, weil wir sehen, wo wir stehen. Und wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier mal zurückgesehen auch auf Monatsbasis. Ich gehe mal mit Absicht kurz auf Monatsbasis. Nur damit ihr mal seht, was hier los ist. Wir sind extrem abverkauft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate in Folge. Zack! Nach unten, ja? Die Trades oder den Trade, den ich gemacht habe, den hatte ich hier oben gemacht. Nach unten. Nicht alles, nur ein Stück, weil das war hier die Situation, nicht hier drüben. Ähm, aber es ist halt schön, sowas zu haben. Deswegen freue ich mich über die Nachricht an dieser Stelle, die Frage. Pass auf, folgendermaßen. Das Level, in dem wir jetzt hier stehen, historisch gesehen, ist schon ein gewisses Drehlevel. Es hat einen gewissen Bereich. Ne? Wir, haben das, äh, wir haben das Moment, jetzt muss ich mich mal kurz drehen. Äh, <laughs> wo sie, wo stürzt denn am wenigsten? Also, ne. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Moment, ich versuche mal noch ein bisschen größer zu werden hier, ähm, dass man es sehen kann. Also, schaut mal an dieser Stelle. Hier, hier kann man es sehen. Das war so ein leichtes Haltelevel. Ne? Drunter, Spike, hoch. Dann hier ein bisschen drüber die Konsolidierung und dann gab es den großen Rutsch. So, dann sind wir hier wieder drüber gelaufen. Wie schon gesagt, wir haben hier gerade einen Monatschart. Bitte nicht vergessen, ja. Dann sind wir draufgelaufen hier und erstmal wieder hoch. Da sehen wir, dass dieses Level schon eine gewisse Marktrelevanz hat. Hier die Marke von um die 6,57 bis, 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 bis 6,60 in diesem Drehbereich rum. Jetzt verharrt der Markt hier wieder so ein bisschen. So, wenn wir jetzt mal ich gehe jetzt mal zurück in den Tageschart, um die Situation mal ein bisschen besser zu beleuchten. Was wir hier an dieser Stelle ganz klar sehen, ähm wir sind verortet in einem Abwärtstrend. Wir haben es gesehen: Die letzten Monate wurden extrem stark abverkauft. Ja, da ist auch einiges politisches im Hintergrund gelaufen. Das muss man äh, beim chinesischen Yuan immer mit im Hinterkopf halten an dieser Stelle. Also diese, 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 diese auch diese extreme ähm, Schwäche, die hier aufgefallen ist. Ähm, möglicherweise könnte sich das umdrehen, wenn sich die Beziehung zwischen China und den USA wieder ein bisschen äh, verbessern. Aber wir blicken jetzt mal nicht auf politische Sachverhalte, sondern einfach auf die charttechnische Situation, die wir hier haben. Nach so einem extrem starken Abverkauf haben wir durchaus die Chance, nach oben zu laufen. Und da ist jetzt eine Sache wichtig. Und zwar, dass wir hier eine Aufwärtstendenz bekommen. Weil wir wissen, wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, die Abwärtsdynamik geht weiter, sobald wir hier unters Tief fallen. Also ganz grob die Marke von 6,53. Äh, ähm, 2. Da. Wenn wir dort runterfallen, ja, dann kurz nochmal zurück in den Monatschart. Der Weg ist frei. Und wir haben hier so viel Luft nach unten. Also es würde mich nicht wundern, wenn der Markt dann, wenn dieser starke Abverkauf weitergehen sollte, dass wir hier weiter fallen ähm, nach unten hin und die Anlaufpunkte halt deutlich tiefer zu finden sind. Ne? Wir sehen das hier an dieser Stelle. Ich muss mal kurz schauen, ob ich diesen Chart hier verschieben kann. So. Ja, also. Die Level, die wir unten drinnen haben, wie schon gesagt, wenn wir jetzt abprallen nach unten, hier auf Monatsbasis ein kleiner Auffangbereich um die 6.37,7 und dann hier unten das Low um die 6.23. Also da ist extrem viel Platz zur Unterseite. Deswegen ganz, ganz wichtig, wer den Trade macht, Short hier unten drunter, wenn es da läuft, also wer Long gehen sollte, spätestens unten bei 6.53. Ähm, Gibt es da erstmal charttechnisch keinen Halt mehr. So, und jetzt kommt allerdings der Punkt, der für mich als, äh, sag ich mal, ähm, zumindest in der Analyse zunächst erstmal sehr, sehr wichtig und hochinteressant ist. Denn, schaut mal, hier haben wir ein Hoch. Das Ganze, was wir hier haben an dieser Stelle, in diesem Bereich ist ein Verkaufslevel, also dieser Bereich hier unten, dieses Verkaufslevel, das hält momentan so ein bisschen den Markt auf. Und wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, hier nach oben zu laufen, also im Kleinen die trendige Situation zu machen, aus der, sag ich mal, Abwärtsphase auszubrechen und dann im Kleinen anzufangen, nach oben zu trenden das wäre halt das interessante das Szenario was wir dort dann haben und da haben wir tatsächlich auch auf der Chart Oberseite planbare Anlaufpunkte und das wichtigste wäre erstmal hier dass wir dieses Level ganz grob um die 0 äh, um die 664 rausbekommen denn dann nehmen wir auch hier an dieser Stelle einen wichtigen Widerstandsbereich raus hier dieses Verkaufslevel hier sehen wir und wenn wir das dann rausnehmen dann haben wir durchaus die Chance den Abwärtstrend zunächst erstmal zu stoppen also das was hier sozusagen von oben nach unten gelaufen kam. Na, das hat er halt hier das Zwischenhoch gehabt. Und wenn der Markt schafft, dieses Level rauszunehmen, dann können wir uns noch weiter auf die Oberseite orientieren. Das wird ein bisschen dauern. Das wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen kommen. Aber die Chance, die haben wir schon, aus dieser Situation, aus diesem extremen Rutsch nach unten, nach oben entsprechend ein Stückchen wegzugehen. Ob sich dann natürlich das Gesamtbild ändert oder nicht, Sei an dieser Stelle erstmal dahingestellt. Ne? Aber wenn man mal sieht, wie weit die Bewegung gelaufen ist, an dieser Stelle einfach mal kurz auch das Thema Charttechnik. Schaut mal, wir sind von hier unten hier oben reingelaufen. Das heißt, das ist jetzt sozusagen der Abwärtstrend, den wir hier haben. Das war die letzte korrektive Phase und wenn ich dieses Fenster mal nehme und einfach unten dran spiegle, dann sehen wir schon, wir sind sehr, sehr weit gelaufen und eine Gegenbewegung hat dann auch halt Potenzial heranzulaufen und das sehen wir hier in diesem Chartfenster, was wir hier oben haben und da hätten wir mal locker diesen Bereich hier um die ähm, 6,70 mal locker mit da, wo wir ranlaufen können und das wäre doch eine schöne Sache für ein Trade, da ist viel, viel Luft nach oben hin. Und hier unten, das Absicherungslevel ist halt auch da, wenn man die Longseite betrachten möchte. Kommt das nicht zum Tragen, drehen wir rum und wir fallen unter das Absicherungslevel drunter. Dann setzt sich die Short-Dynamik fort und dann, wie schon gesagt, die Marker auf der Unterseite sind ja durchaus da. Also. Wir sehen es. Es gibt da Chancen und bitte, Leute, haltet euch nicht zurück, wenn ihr solche Währungspaare beobachtet. Gebt die gerne rüber. Ich analysiere diese Charts sehr, sehr gerne. Super. Ich sehe schon, Holger, auch du hast das öfters auf der Uhr. Fein. Das freut mich sehr. So. Und dann haben wir noch eine Frage zum Australdollar Schweizer Franken. Das ist interessant zu sehen hier äh, beim Australdollar Schweizer Franken. Ich muss euch mal kurz noch was anderes aufmachen. Ich analysiere mal kurz das Chartfenster oder den Chart vom Australdollar Schweizer Franken und dann möchte ich euch mal kurz noch ein anderes Währungspaar mit dazu nehmen, um mal kurz auf das Thema Stärke und Schwäche einzugehen. Zunächst allerdings erstmal das Thema Australdollar-Schweizer Franken. Hier, das ist der Stundenchart. Wir blicken zunächst allerdings mal in den Wochenchart rein. Und zwar im Wochenchart an sich, äh, im Tageschart an sich. Der Chart an dieser Stelle ähm, sieht momentan wirklich sehr sehr interessant aus, von der rein von der Chancenseite oben drüber zu laufen. Denn wir sind hier, ich hatte das ja schon mal skizziert an dieser Stelle. Wir sind hier schön nach oben gelaufen. Zeichen tu noch mal her hier an dieser Stelle. Also in einem Aufwärtstrend momentan verortet. Wir sehen es hier. Der hat hier unten angefangen, hier schön von unten nach oben zu laufen. Hier die Korrekturbewegung und jetzt kontrahieren wir hier. Wir sehen hier unten die Umkehr laufen und wir haben jetzt gute Chancen, tatsächlich dieses ehemalige Verkaufslevel um die knapp 0,67 rauszunehmen und hier das Zwischenhoch bei, äh, bei 0,67 knapp 14 rauszunehmen. Das wäre sehr, sehr positiv zu sehen. Denn das bringt uns dann an den nächsten Punkt hier drüben, Anlaufseite, das nächste Zwischenhoch um die 06743. Sehr, sehr schön zu sehen und wir sehen das auch im kleineren Zeitbereich, dass wir hier tatsächlich anfangen umzuschwingen und Moment, ich mache es mal ganz kurz hier rauf, wenn wir dieses kleine Zwischenhoch hier rausnehmen, ja, dann nehmen wir diesen Abwärtstrend raus auf der 4-Stunden-Basis und das ist dann eine ganz, ganz klassische Umkehrsituation und der Support hier unten hat gehalten um die knapp 0,6667. das ist also auch wieder ein gutes Zeichen, ein bullisches Zeichen wenn der Markt dann hier oben drüber läuft, dass wir hier tatsächlich die Aufwärtsseite weiter beleuchten sollen. Schlecht wäre es jetzt nur, wenn wir direkt hier wieder umdrehen. Also das heißt, wenn wir nicht übers Zwischenhoch drüber gehen, das ist oder was ist dann schlecht? Ich zeige es mal kurz im Stundenchart da kann man es ein bisschen besser sehen, dann setzt sich halt momentan der korrektive Abwärtstrend fort ne? und der ist halt hier am Laufen. Ich skizziere den einfach mal ganz kurz. Das ist das, was wir hier im Runterlauf haben und der ist halt noch nicht rausgenommen. Ne? Und wenn wir jetzt hier oben ranlaufen, davon abprallen und umkehren, wäre das halt die Fortsetzung und dann stellt sich die Frage, was passiert hier unten am Support? Hält er oder bricht er? Laufen wir allerdings drüber, das wäre wirklich schön zu sehen, weil dann geht die Abwärtsdynamik raus und das wäre dann das gute Signal, entsprechend hier für die Longseite. Das ist der Blick in das Währungspaar Australdollar-Schweizer Franken. Und dann ähm, möchte ich hier an dieser Stelle mal kurz kurz, das ist ein kleiner Ausflug, ähm, ein bisschen was Edukatives zu zeigen. Ich möchte euch mal ganz kurz auf was aufmerksam machen, ähm, was ich immer mal wieder auch im Blick habe, wenn ich Währungsmärkte, ähm, sag ich mal, analysiere. Und zwar, Moment, ich muss es mal kurz raussuchen: Australdollar, Schweizer Franken und Australdollar japanischer Yen so die brauche ich mal alle beide kurz und damit möchte ich mal kurz was machen und zwar Moment hier ich schalte das mal kurz auf das passive damit wir mehr Platz haben so okay da hätten wir das eine und dann hier das andere ebenfalls auf passiv, also wer die Chartanalyse macht und hier zu viel in den Charts drin hat, wenn man auf den passiven Modus schaltet, verschwindet dieses Fenster hier am Rand und man hat ein bisschen mehr Platz für die Chartanalyse. So, und jetzt an dieser Stelle ähm, möchte ich einfach mal kurz auf eine Sache hinweisen, ähm, die mir bei solchen Charts immer mal wieder auffällt, ähm, die interessant sind, äh, auch zu betrachten. Moment, ich mache die Chartaufteilung nochmal hier so kurz ein bisschen fertig, damit wir hier genügend sehen können. Und zwar ähm, das Verhalten, wenn ich jetzt den Australdollar habe und zwei Währungspaare dazustellen kann, die hier entsprechend ähnlich ähm, laufen. Ne? Ich mache mal ganz kurz hier den Wochenchart an, im Australdollar japanischen Yen und im Australdollar Schweizer Franken. Ja, mal den Wochenchart zu sehen hier an dieser Stelle. Ähm, dann muss man hier in diesen Punkten auf die aktuelle Situation entsprechend mal Acht geben. Und, und da ähm, Gefällt mir jetzt hier das Währungspaar rein von der Stärkeseite, das Währungspaar Australdollar japanischer Yen besser als Austral dollar Schweizer Franken. Und ich für diejenigen, die es noch nicht sehen, ich zeige es einfach mal ganz kurz, worauf ich hier acht gebe oder was mir wichtig ist. Und zwar folgendermaßen. Wenn wir uns das erste Mal anschauen hier, eins, zwei, drei, das ist das erste. Und jetzt hier bitte hinschauen. Eins 2, 3, 4. Da ist der erste Unterschied, den wir da haben. Im Australdollar- japanischen Yen haben wir jetzt hier schon einen Aufwärtstrend, auch wenn der hier oben abverkauft hat. Ne? Der Australdollar Schweizer Franken hat hier oben auch abverkauft, hat es aber nicht geschafft, einen hoch zu machen. Das ist das erste. Die laufen aber relativ identisch. Ne? Wenn man das jetzt mal so sieht, hier an dieser Stelle, Moment, kurzen Augenblick, das letzte Mal wegnehmen. Ah, ja, das kriege ich jetzt nicht weg, schade. Ähm, hier die Situation hier oben. 1, 2, 3, 4 Tage Anstieg. 1, 2, 3, 4. Also die Chartbilder sehen tatsächlich ähnlich aus. Aber hier halt die Nuance australischer japanischer Yen etwas stärker. Das ist das Erste, worauf ich hier schaue. Und das Zweite, das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Sachverhalt. Ich, ich zeichne es mal ganz kurz ein. So. Und jetzt hier. So. Das ist jetzt eine Sache, wo auch ein Unterschied ist. Auch nur Nuancen, ja? Aber es ist halt so, wie es ist. Hier im Australdollar japanischen Yen ist dieser Abwärtstrend auf Wochenbasis bereits gebrochen. Das hier. Ne? Hier im Australdollar Schweizer Franken passiert der Bruch erst hier oben. Da sind wir also noch drunter. Und das sind so die Nuancen, auf die ich da schaue, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt zwei Währungspaare habe, die sich sehr, sehr ähnlich entwickeln und ich möchte Stärke kaufen, dann suche ich mir gerne das stärkere Währungspaar raus. Und an dieser Sache kann man gut sehen, welches Währungspaar durchaus das stärkere ist. Und hier im japanischen Yen, also Austral- Japanischen Yen, haben wir bereits den Aufwärtstrend. Wir haben den Aufwärtstrend, der den alten Abwärtstrend gebrochen hat. Im Austral- Schweizer Franken haben wir noch keinen Aufwärtstrend. Und selbst wenn der Aufwärtstrend entsteht, ist der Abwärtstrend immer noch nicht rausgenommen. Und das ist halt hier mit Blick auf das Größere für mich einfach der Punkt, wer ist stärker? Und an solchen Sachen kann ich das dann gut und gerne erkennen. So, also das war mal ein kleiner, edukativer Ausblick. In dieses Thema und dann hatte ich ja gesagt, wir schauen noch auf den DAX und das Währungspaar Euro-US-Dollar und den Euro-US-Dollar ähm, hier an dieser Stelle. Ja, der nimmt momentan oder der verharrt momentan auch schön auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Hier oben das Level äh, über 1,19 ist momentan noch im Widerstandsbereich. Also auch hier, wir kommen nicht so richtig vom Fleck an dieser Stelle. Das ist nicht unnormal. Ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, Feiertag in USA, da fehlt eine Menge Kapital und gerade bei diesem Währungspaar ist es natürlich der, der wichtigste Part hier mit drinnen. Ähm, hier wird sich entscheiden, wie es weitergeht. Wir sind verortet im Aufwärtstrend nach oben. Das ist sehr, sehr interessant. Das ist schön zu sehen. Und wenn wir tatsächlich hier übers aktuelle Wochenhoch drüber laufen, haben wir gute Chancen, zunächst mal hier wieder in Richtung 1,20 nach oben zu laufen. Das ist der erste Punkt, den ich hier an dieser Stelle bringen möchte. ja. Ähm, also, das heißt, diese Tageskerze von gestern hat momentan halt auch eine sehr, sehr, sehr hohe Relevanz äh, für die Richtung. Aber wie schon gesagt, ähm, viel mehr muss man jetzt am heutigen Tag dazu nicht sagen, weil. Ähm, wir sehen, gestern haben sich die Händler überhaupt nicht entschließen können für eine Richtung. Das ist natürlich heute, kann genauso der Fall sein. Das heißt, das Hoch und das Tief sind jetzt interessante Marker auf dieser Seite. Und wenn wir uns das mal im Stundenchart anschauen wollen, da sehen wir halt auch, dass sich da relativ wenig bewegt. Wir haben hier den Aufwärtstrend am Laufen, der hat jetzt hier korrigiert. Hier schon wieder kleinsten Aufwärtstrend mit da. Wenn der bricht hier unter die 1,19,19 ,19 zu fallen, dann müssen wir uns ein bisschen auf die Unterseite orientieren. Das heißt, Anlaufpunkte technisch wäre dann mal hier unten. Moment wäre dann mal hier unten dieses kleine Level, bezogen auf diesen nach oben trendenden Bereich hier, um die 1,19,06 zu sehen, ähm, als Auffangpunkt, das wäre natürlich da, das sind dann die kleinen Bereiche, die durchaus im Intraday-Bereich relevant sind, beziehungsweise dann hier der nächste Schwungbereich hier unten rein, die Zwischentiefs hier, die Level, die wir hier haben, um die 18, naja, 93, 94 und dann hier unten die 1,18,85, ja, das ist dann das Interessante für diejenigen, die sich Kleinbereich anschauen. Das sind die Swing Lows, diese Aufwärtsbewegung hier, die dann durchaus interessant sein könnten, ob es dazu kommt, das müssen wir sehen. Stellschraube haben wir halt hier das Zwischentief um die 1.19 19 19 20. Das ist hier der Drehbereich, das ist da da. Ausbruch nach oben wäre natürlich wirklich der schöne Schub hier oben drüber. Das wäre dann auch schön in dem 4 Stunden Chart zu sehen. Fortsetzung diese Aufwärtsdynamik oben drüber. Und dann können wir hier schon in Richtung 1,20 so ein bisschen planen. Ähm, aber wie schon gesagt, das muss der Markt erst entscheiden. Für mich und für viele, viele Trader, die dieses Währungspaar auf längerfristiger Basis mit im Blick haben, ist es aber natürlich viel, viel, viel interessanter, mal das große, große Bild zu schauen. Moment, ich mache es mal kurz auf hier in einem separaten Fenster. Und zwar, <laughs> ja, hier. Kann man das lesen? Ja, kann man sehen. Also schaut mal, dass diesen Chart, den haben wir uns vor einer ganzen, ganzen Weile angeschaut. So ein bisschen Trading Tagebuch, ne? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das ausgedruckt hatte. Schade, das müsste ich mir mal irgendwo noch aufnotieren, ja. Aber Fakt ist, damals standen wir bei 1,13. Jetzt stehen wir bei 1,19. Wir waren schon bei 1.20. Worauf will ich jetzt hinaus? Ich möchte auf folgenden Sachverhalt hinaus. Ich gehe mal kurz auf den Wochenchart. Schaut euch mal an, was hier passiert ist. Wir haben durchaus einen sehr, sehr deutlichen Richtungswechsel. Und wir haben mittlerweile auch sehr, sehr deutliches Aufwärtspotenzial. Das zoome ich mal kurz ein bisschen ran. Was meine ich denn damit? Ich meine damit folgendes. Der große, große Abwärtstrend hier, der ist hier an dieser Stelle mal über eine Zeit lang extrem unsauber geworden. Das ist oft ein Anzeichen für einen Richtungswechsel. So, wir haben hier unten ein neues Tief gemacht. Schaut mal, wo wir das Tief gemacht haben. Das ist ein, das ist ein marktrelevanter Bereich gewesen hier unten um die Marke von 1, was haben wir hier? 1,06 in etwa. Das war das eine. Das zweite. Hier dieses Spike hoch ebenfalls in einem wichtigen Verkaufsbereich reingelaufen. Danach das Hin- und her hat sich der Markt gefangen. Ja? Und das, was dann passiert ist, ist halt ein gutes Anzeichen dafür, dass wir möglicherweise einen nachhaltigen Richtungswechsel sehen. Und das ist genau, genau das, was passiert, Leute. Das haben wir gehabt, das haben wir gesehen und das ist das, was der Markt momentan auch spielt. Schaut mal hier, wir haben auch diese. Abwärtsdynamik hier, ach das ist jetzt ein bisschen schlecht zu zeichnen. Ähm, wir haben diese Abwärtsdynamik rausgenommen, hier an dieser Stelle. Also diese Abwärtstrendlinie komplett gebrochen. Hier der Bruch, dann nochmal neues Tief, jetzt nach oben. Und das ist das, was jetzt echt richtig interessant wird. Denn wenn es der Markt tatsächlich schafft, jetzt schön aus der Korrektur, schaut mal hier, Tief, zwischenhoch, nochmal ein Tief, das ist also ein klassisches W. Hier die wichtige Linie im W. Und jetzt haben wir echt die Chance, nach oben zu trenden. Das rauszunehmen hier oben, die Marke von 1,20 und das Potenzial, wie schon gesagt, das ist das Langfristige. Das kann kommen, muss aber nicht kommen. Das nächste Level, was wir hier oben haben, ist mal. Der Bereich mal um die 1,22. Da haben wir wirklich richtig gute Karten. Das ist ein ganz, ganz langes Spiel, was wir hier sehen. Wenn es aber zu einem Richtungswechsel kommt, diese Zyklen haben wir ja an den Währungsmärkten immer, immer wieder. Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass Währungsmärkte nachhaltig keine Werte schaffen, sondern immer nur zwischen gewissen Bandbreiten hin und her schwenken, beziehungsweise sich Zyklen auch abwechseln. Das ist interessant. Und das haben wir hier an dieser Stelle jetzt auch wieder. Und dem können wir durchaus folgen. Also, was wir hier an Entwicklung sehen, ist wirklich ein großer Umschwung. Und wenn wir hier die 1,20 rausnehmen sollten, dann wäre das wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und das dürfte dann für weitere Aufwärtsdynamik finden oder sorgt oder für weitere Aufwärtsdynamik sorgen. Das sollte hier an dieser Stelle dann auch kommen. Bei sonst unveränderten Marktverhältnissen, das ist spannend interessant. Rein technische Analyse jetzt, ja. Das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein, ob wir tatsächlich drüber laufen. Also hier an dieser Stelle der Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar. Und damit schauen wir jetzt final mal noch auf den DAX drauf. Da hatte ich ja vorhin schon kurz was dazu gesagt. Hier beim Thema DAX an dieser Stelle äh, der Seitwärtslauf. Ist ganz normal, was wir jetzt hier sehen. Ne? An so einem Tag wie heute, kurz, da brauche ich so viel jetzt auch gar nicht zu erzählen. Ähm es sieht momentan sehr, sehr interessant zur Oberseite aus. Wir haben hier schön das korrektive Dreieck gehabt, aus dem wir ausgebrochen sind. Wir verharren jetzt hier oben in diesem Widerstandslevel um die 13.300 Punkte Marke auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Also auch das sieht interessant aus. Es gab jetzt nicht plötzlich diesen starken Abverkauf. Trotz der Meldung, die wir diese Woche bekommen haben, trotz der Nachrichten, die teilweise auch nicht ganz so gut gewesen sind, haben wir hier die Situation, dass wir hier das Ganze abverkaufen. Am Laufen haben. Wir haben mittlerweile auch einige Covid-19 montags gehabt, ne? drei in Folge inzwischen, wo es montags immer wieder Meldungen zu Impfstoffen gab. Mal schauen, was diese Woche Montag auf uns wartet. Aber es ist einfach so, wir verharren in einem schön hohen Niveau. Jetzt wäre es wichtig, was hier passiert, denn das Level um die 13.300 ist ein Widerstand. Wenn wir hier massiv abprallen würden, haben wir natürlich Raum nach unten. Aber. Wir sind momentan relativ solide unterwegs und das Thema hier Richtung Allzeithoch steht mal definitiv noch auf der Uhr. Und dann möchte ich für nächste Woche schon mal was ankündigen. Ich habe das vor einer geraumen Zeit. Kann man das lesen? Ja, man kann es lesen. Der DAX steht vor der größten Reform seiner Geschichte. Die Zeitung ist vom. 7. Oktober, seitdem habe ich die hier schon auf dem Tisch liegen. Seitdem wollte ich das Thema hier bei Tickmill auch mal mit besprechen. Ähm, diese Woche kam dann bei NTV die Sachen über den Ticker, dass es jetzt schon eine genaue Zeitplanung gibt. Der DAX wird bald 40 Titel äh, enthalten. Es gibt da ein paar Umschichtungen. Ähm, da reden wir nächste Woche Freitag mal drüber, was wir da zu erwarten haben, was da so kommt, wie die Veränderungen auch einhergehen. Also das bleibt sehr, sehr interessant. Das beleuchten wir dann hier am nächsten Freitag mit. Zumindest habe ich das da mit auf der Agenda. Also das für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe ich habe keine Währungsmärkte vergessen. Ähm, ja ich sag allen, einen schönen Freitag, ein ja entspanntes erstes Adventswochenende. Ja, auch wenn das alles ein bisschen anders aussieht, als wir das die Vorjahre kennen. Mit einer guten Wahrscheinlichkeit wird es nächstes Jahr alles wieder so, wie wir es auch kannten. ja also optimistisch bleiben, die Zeit genießen, Macht euch einen ruhigen und bis nächste Woche Montag. Ich freue mich drauf, um 8.30 Uhr dann die nächsten Sachen an den tickenden Charts zu besprechen. Danke für das Zuschauen und bis nächste Woche. Bye bye. Und würde mich freuen für die Weiterempfehlung. Kommt zur Seite von Tickme Deutsch auf Facebook, gebt der ja, der YouTube-Seite so rum äh, von Tickme ein Like. Da wird nichts vergessen. Als Abonnent kriegt man dann immer wieder auch die Info, wenn ich die neuen Videos einstelle. Also. Das wächst, ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Tschüss.